Herzlich willkommen, Freunde, und wie angekündigt ist das Wasserteam direkt an der Front. Und ja, unser Gegner hat ein Zwirfens, ein Machomai, ein Dummiesel, ein Geowatz, ein Xerox und ein Krebutak. Guck, dass unser Gegner kein Elektro-Pokémon hat. Sonst werden wir ein bisschen. Obwohl, Crusher ist die einzigste Abwehr dagegen. Und gegen Pflanzen-Pokémon hatten wir hier Abwehr. Okay. Ich bin am Belegen. Überlasse ich Kralle die ganze Arbeit? Kralle könnte das gut machen. Nee, ich fange an mit Crusher. Ich nehme einfach mal das und Kralle als letztes mit. Könnte jetzt Kralle dann vielleicht mit einem Drachentanz, wie es auch in den anderen, ein paar anderen Kämpfen zu sehen war, das Feld aufräumen. Aber mal gucken. Und mein Gegner hat Dummiesel. Das Pokémon, was Elektroattacken könnte. Beziehungsweise auch anderweitige Attacken. Ich weiß nicht, ob Dummiesel schnell ist. Ist Dummiesel schnell? Ich mache einfach Step und knall Erdbeben raus. Nein, Dummiesel ist nicht schnell. Wir sind schneller. Zack. Boom. Peng. Das Peng hätte später kommen müssen von mir. Giftblick geht daneben. Giftblick ist eine Attacke, für die es nicht wissen, die uns paralysieren kann. In dem Fall ist es sogar typunabhängig. Das ist eine, wenn ich mich nicht irre, eine Normaltyp-Attacke mit, ich glaube, 75 Genauigkeit. Ich bin mir da nicht sicher. Und die paralysiert halt. Ja. Kann eigentlich nur ein paar Pokémon lernen. Dazu gehört Dummiesel, gehört Arbok, gehört Rattan, gehört Vipites. Also so gesehen die Schlangen-Pokémon. Die sind in der Lage, diese Attacke zu erlernen. So, zum finalen Schlag verwende ich aber eine andere Attacke. Zumindest jetzt den Eishieb. Dass ich weiß, vielleicht wechselt er ja um auf ein Pokémon, was resistent ist gegen Bodenattacken, um Dummiesel doch noch zu behalten. Aber das tut er nicht. Zack, und Dummiesel verabschiedet sich. Das war wohl nix mit Giftblick. Wo ich sagen muss, Giftblick ist eigentlich eine relativ coole Attacke. Typ unabhängig kann man paralysieren. Eigentlich nicht schlecht, okay, bei mit dem Stachelspore ist es auch so. Oh, hey, Krebutak. Kampfattacken verfügen wir leider nicht. Ich kann erstmal Felsgrab machen, um deine Initiative erstmal down zu hauen. Du kannst Drachentanz lernen. Bin ich ja echt beeindruckt. Felsgrab. Machen wir einfach deine Initiative wieder runter. Du kannst ruhig deinen Angriff erhöhen. Wir sinken dafür deine Initiative. Wir sind bei vollen HP. Er greift uns an, okay, mit Krabhammer. Na, das könnte schon gut Schaden machen, aber Crusher ist defensiv ausgelegt. Deswegen dürfte das null Probleme machen. Und jetzt der Felsgrab, und dadurch ist Krebutak sogar im Minusbereich mit seinem Geschwindigkeitsboost. Und wir können uns jetzt mit einem Erdbeben einfach auslocken. Dadurch war sein Drachentanz für die Katz. Ich sollte mich echt mal informieren, welche Pokémon alles Drachentanz lernen können. Krebutak hat mich da jetzt schon echt überrascht. Der Krebutak ist jetzt auch nicht unbedingt, meiner Meinung nach, das Pokémon, was ich jetzt für Drachentanz verwenden würde. Hat zwar zwei schöne Typen, Wasser und Unlicht. Oh, es ist sogar noch schneller als Crusher momentan. Ja. Was aber derzeit nicht schlimm ist. Es hat zwar jetzt einen leichten Angriffsboost drin, aber wenn wir unseren Typus so gesehen wechseln, hat es ja auch keinen Step mehr. Wir haben Nero und wir haben Kralle. Ich denke mal, ich nutze es jetzt einfach mal aus und hau Kralle raus. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das mit dem Drachentanz geht, ja? Guck mal da. Dann gibt es einen schönen Durchbruch für dich.
Ach ja, Impactator. Mein Lieblings-Pokémon für den Drachentanz, immer noch. Da kann ich echt sagen, Kack auf Gyarados, nimm Impactator. Okay, was hast du als letztes? Ah, jetzt kommt Mahomai. So ist das also. Okay, Mahomai ist sogar eine scheiß gute Wahl. So, dann verwende ich jetzt mal Kaskade. Weil das wird wahrscheinlich mit Wuchtschlag kommen. Mahomai hat ja eine sehr, sehr schöne Fähigkeit, dass alle Attacken auf dem Feld treffen. Und das ist schon richtig fies mit Wuchtschlag. Ja, sage ich ja. Da kommt's auch schon. Und jetzt sind wir verwirrt. Zitrusbeere sorgt dafür zwar, dass wir jetzt noch einen Schlag überleben, aber wir haben Drachentanz drin. Das heißt, wenn wir uns selbst verletzen, ist die Zitrusbeere eh egal. Das ist echt eine fiese Fähigkeit. Aber okay, dass alle Attacken auf dem Feld treffen, hat auch einen Nachteil für Mahomai. Weil Mahomai kann auch selber von jeder Attacke getroffen werden. Leben wir noch? Nein, leben wir nicht. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell sind wir. Sind wir schneller als Mahomai oder langsamer? Das entscheidet nämlich jetzt alles. Sind wir schneller, können wir Mahomai vernichten. Sind wir langsamer, haben wir verkackt. Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Schneller oder langsamer? Wir haben verkackt. Das ist ein One-Hit-KO. Und Sieg für Mahomai. Trotzdem brutal. Wuchtschlag ist einfach brutal. Vor allem Mahomai mit diesem Angriff. Ja, trotzdem, es ist brutal einfach, diese Kombination. Wenn ein Pokémon diese Fähigkeit übertragen könnte, was K.O.-Attacken beherrscht, das ist übel. Naja, Freundespause austauschen brauchen wir nicht. Oder doch. Ah, verdammt, Entschuldigung. Egal, wir suchen uns noch einen Kampf. Also, bis gleich. Na gut, da hätten wir unseren nächsten Gegner. Hat ein Bisasaur, ein Togekiss, ein Buzzly, wollte ich gerade sagen, ein Hatera natürlich, ein Crusher, ein Zumpex natürlich, ein Gengar und ein Galagladi. Also, was ich mich frage, werde ich überhaupt einen Sieg erzielen mit einem Team, was nur von einem einzigsten Typ Gebrauch macht? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle, weil das ist schon nicht gerade die leichteste Aufgabe. Ich versuche jetzt meine Öffnung mit Kralle als erstes. Versuch's mit den dreien mal. Ich versuche jetzt einfach mal meine Initiative direkt zu pushen und dann zuzuschlagen. Wenn's klappt, klappt's. Wenn nicht, dann nicht. Oh, Galagladi, das ist jetzt schon so eine Sache. Das könnte jetzt Brotzer und Ableitieb-Kombi machen. Die Technik kenne ich schon aus der Season 2. Da haben wir sie auch schon ein paar Mal gesehen gehabt. Gegen uns. Wenn ich mich nicht irre, war es Season 2. Okay, Donnerwelle. Unsere Initiative wird auf 75% gesenkt. Ich bin jetzt einfach mal ganz stur. Ist mir Wurst. Ich bin jetzt ganz stur und versuche mich dagegen zu pushen. Ich push mich dagegen. Auch wenn ich mir den ganzen Kampf jetzt versiebe. Ich möchte jetzt mich dagegen pushen. Ich möchte wissen, wie viel Drachentänze ich brauche, um das wieder einzuholen. Okay, jetzt greift er an. Und hat auch noch Glück.
So ein verdammter Glückspilz. Okay, damit würde ich sagen, ist Kralle schon mal tot. Auf jeden Fall. Er hat so viel Glück, er macht einen Volltreffer und gleichzeitig noch sind wir vollständig paralysiert. Das lief jetzt nicht so schön für uns. Naja, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass er uns paralysieren will, ist das jetzt hier eher unser Vorteil, den wir daraus ziehen. Kann uns zumindest jetzt nicht paralysieren. Aber wir überleben nur einen einzigen Treffer noch. Außer es ist ein Volltreffer. Dann war es das. Aber was ich jetzt... Wenn ich jetzt mich vertan habe, was ich mir jetzt errechnen kann... Jupp, wenn er mich jetzt nochmal mit Psychoklinge angreift und es ist kein Volltreffer, wird sich Sturzbach aktivieren und wir können ihn eventuell komplett niederrobben. Aber er macht nochmal Protzer. Was für eine Geige, ey. Das ist ja... Nee. Der Typ denkt auf jeden Fall nach, was er tut. Das finde ich gut. Ich finde es echt gut, wenn man Gegner hat, die auch über ihren Zug und ihre taktischen Angriffe oder was auch immer plant, nachdenken, bevor sie handeln. Ja, jetzt kommt der Ableithieb, so wie ich es mir gedacht habe. So wie Galagladi technisch normalerweise gespielt wird. Ich habe eben gerade, glaube ich, total in den Murks eingegeben vor lauter Gequatsche. Eigentlich wollte ich Felsgrab machen. Um danach nochmal angreifen zu können, aber das war jetzt eher für die Katz. Naja, scheiß drauf. Robben wir das eben nochmal so. Badabum! Aber leider reicht das nicht aus. Aber er schreckt zurück. Was ich kacke finde, seine Initiative steigt ja durch. Komm schon. Ich sag ja, das wird ein Akt, ein Kraftakt, mit diesem Team einen Sieg zu erzielen. Nach der nächsten Runde, wo ich alle Pflanzen-Pokémon nochmal benutzen werde, werde ich aber auch das lassen mit dem Typ. Oder mit den einseitigen Typen. Und werde wieder freie Hand kombinieren. Ich fand das einfach nur eine lustige Idee hier mit den einzelnen Typen, aber es läuft scheiße. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Wir stehen doof da bei jedem einzelnen der Typenkämpfe. Turtok wird auch gar nichts mehr reißen können. Zwei Schläge und wir werden weg sein. Maximal drei werden mit Turtok durchhalten. Ja. Ich korrigiere, wir werden gar keinen Schlag durchhalten. Ja, diese Taktik mit Galagladi ist relativ einseitig. Oh, wir haben doch einen Schlag durchgehalten. Jetzt aktiviert sogar Sturzbach. Wir powern nochmal richtig drauf. Schön. Aber das ist eine einseitige Taktik mit Galagladi. Also. Aus meiner Sicht nichts Neues. Müsste mal echt gucken, was so der Unterschied an der Taktik zwischen Galagladi und Nocturne macht. Weil Nocturne hat ja noch die Eisenfaust dazu. Und das verstärkt ja alle Schlagattacken. Und das ist eine nette Fähigkeit. Also alle Schlagattacken, Feuerschlag, Donnerschlag, Eishieb. Was fällt noch darunter? Ich glaube, Kometenhieb.
Ja, Ableithieb zum Beispiel, Wuchtschlag. Fällt alles darunter. Naja, damit würde ich sagen, war das so mit der Wasserrunde und wir werden uns in der nächsten Episode mit der Pflanzenrunde beschäftigen und danach wird es wieder normal weitergehen. Okay, also, bis dahin, wenn er den Fass nicht rausrückt. Ja, bis dahin.